Schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Und das sage ich heute nicht umsonst so. Ich habe tatsächlich gesehen, dass wir hier auch einige Mädels mit dabei haben. Finde ich ganz toll. Ich begrüße euch ganz recht herzlich hier heute zu den Live-Handelsideen bei Tickmill. Bevor wir starten, wie immer, kleinen Risikohinweis. Also zum einen, bei mir handelt es sich nicht um Mike Seidel. Martin Görsch, mein Name. Mit mir müsst ihr euch noch bis inklusive Dienstag zufrieden geben. Ab Mittwoch ist dann Kapitän Mike wieder am Deck. Aber bis dahin werde ich euch hier noch zeigen, was für mich am Markt interessant ist. Risikohinweis, ganz klar, Handel mit Devisen und CFD auf Margin kann zu Verlusten führen. Den Chancen, die wir jeden Tag am Markt finden, stehen die entsprechenden Risiken gegenüber. Das bitte ich zu beachten. Außerdem, ich trade selber. Es ist also durchaus möglich und auch höchstwahrscheinlich, dass ich in einigen der hier besprochenen Wertpapiere, Positionen halte oder plane, Positionen aufzubauen. Auch das bitte immer mit berücksichtigen. Okay, ja, Christian, schönen guten Morgen. Fernando, hi. Ja. Guten Morgen allerseits. Wie immer, Fragenfeld ist offen. Falls ihr Fragen habt, bitte gerne direkt in den Chat. Falls es irgendwas gibt, was euch besonders interessiert, bitte direkt in den Chat oder eben auch bei GoToWebinar dann ins Fragenfeld. Habe das hier so weit wie es geht im Blick und werde dann nach Möglichkeit auch alle Fragen beantworten. Was wollen wir uns heute anschauen? Zum einen natürlich, was heute auf dem Programm steht. Und hier ist also einiges an Nachrichten. Bruttoinlandsprodukt ist schon gekommen in Deutschland. Bisschen besser als erwartet. Dann werden wir sehen, wie die Märkte das auffassen. Ich schaue mal gerade kurz, wo unser Freund der DAX im Moment steht. 13.156. Okay, das sieht gar nicht so negativ aus. Kommen wir auch gleich nochmal einen Blick werfen auf die Indizes. Ansonsten haben wir hier um 9:30 Uhr Einkaufsmanagerindex, Dienstleistung und verarbeitendes Gewerbe ist nicht unwichtig. Ja, ist in der letzten Zeit relativ stark beachtet, weil wir sehen das hier oben in der Liste im verarbeitenden Gewerbe deutlich unter der 50 sind. Das heißt, wir sind hier im Einkaufsmanagerindex unterhalb der Wachstumsgrenze. Wir haben also Erwartungen der Einkaufsmanager, die auf weiter negative Entwicklung der Wirtschaft ausgerichtet sind. Über 50 sind wir hier im positiven Bereich. Bei den Dienstleistungen schaffen wir das noch. Da sieht es noch ganz gut aus, im verarbeitenden Gewerbe eben nicht. Und deswegen ist der Markt ein bisschen anfällig momentan auf diese EMIs. Werden wir sehen. Ja, die haben wir zum einen heute 9:30 Uhr für Deutschland und 10 Uhr für Europa. Das ist beides nicht ganz unwichtig. Und wir haben heute hier die Einführungsrede von der Frau Lagarde. Ja, das ist also die neue Ablöse vom Mario Draghi. Es wird erwartet, dass sie mit der Geldpolitik ähnlich locker verfährt, dass also auch da keine Straffung in Sicht ist. Wenn wir sehen, wie sie sich heute einführt, wird sicherlich auch nicht ganz unwichtig sein. Ja, dann haben wir noch die Einkaufsmanager-Indizes Großbritannien. USA dann nachher heute am Nachmittag, Uni Michigan, Konsumentenerwartung, Verbrauchervertrauen ist auch ein bisschen beachtet. Also es ist einiges, was hier heute den Markt bewegen kann. Und von daher immer schön vorsichtig sein, gerade wenn ihr kurzfristig handelt, kann das zu kräftigen Bewegungen führen in den entsprechenden Märkten. So, was haben wir hier? Wir haben uns ja gestern angeschaut mal die Commitments of Traders Positionierung auf dem kanadischen Dollar und haben da auch gezeigt, warum ich da welche Erwartungen habe für die nächste Zeit für den kanadischen Dollar. Das holen wir nachher auch noch mal rein, dass wir das uns noch mal kurz bildlich klar machen. Ich habe das Ganze jetzt hier mal für den Euro-Dollar, weil für mich der Euro-Dollar ein ganz interessanter Markt ist, jetzt für Ende des Jahres arg auf meiner Watchlist steht. Und da fange ich bei mir für die mittelfristige Betrachtung immer damit an, einmal zu schauen, was die Commitments of Traders Positionierungen machen. Und wir haben uns ja gestern den etwas umfangreicheren Report angeschaut, diesen
diesen Traders in Financial Futures, also den etwas größeren, den etwas ausführlicheren Kontrakt oder Bericht. Hier haben wir jetzt den etwas kleiner ausgefassten Bericht, der also im Prinzip nur in zwei große Gruppen unterteilt. Aber hier ist es genau wie beim kanadischen Dollar gestern. Das, was für uns mit am interessantesten ist, ist diese rote Linie, die hier läuft. Und da ist es eben ganz typisch. Ich hole mal kurz hier noch mein Zeichentool, dann können wir hier auch richtig Gas geben. Da ist es ganz typisch, dass wir eben, wenn wir Extremausrichtungen in die eine oder andere Richtung haben, ja, wir hatten hier Ende 16, Anfang 17 extrem starke Long Hedges im Markt. Na, und das, was dann eben entsprechend passiert ist, ist, dass wir hier in monatelangen Aufwärtstrend im Euro-Dollar gelaufen sind. Dann haben wir hier Februar, März diesen Jahr, Februar, März 18 starke Short-Ausrichtungen gehabt im Euro. Und das, was daraufhin passiert ist, ist, dass wir eben hier diese große, große, große Abwärtsbewegung gestartet haben, die jetzt hier inzwischen seit 2 Jahren mehr oder weniger läuft im Euro. Bedeutet auf der anderen Seite aber, dass der Dollar entsprechend stark ist in der letzten Zeit. Und das gefällt dem Trump auch nicht so gut. Ja, das haben wir oft genug in seinen Tweets gelesen, dass er gerne hätte, dass der Dollar wieder ein bisschen runterkommt, dass er eben auch Europa schon vorgeworfen hat, die Währung zu manipulieren und künstlich niedrig zu halten. Starker Dollar ist natürlich für Amerika ungünstig, für alles, was mit Exporten zu tun hat. Die werden dann entsprechend teurer. Und jetzt sind wir hier in einer Situation, wir waren hier in diesem Bereich schon einmal in recht großen Long Hedges. Aber das, was sich daraus entwickelt hat, ich zeige es nochmal ein bisschen genauer. Wir waren hier also in recht starken Long Hedges drin. Und das, was sich daraus entwickelt hat, war hier einfach nur so, ja, 2, 3 Wochen mal ein bisschen eine dynamische Korrekturbewegung. Danach ging das Ganze erstmal hier schön sauber nach unten weiter. Und jetzt waren wir hier in diesem Bereich wieder bei den höchsten Long Hedges, die wir hier auf der Commercial-Seite gesehen hatten. Und sind auch hier dann erstmal in so eine 3 Tage Aufwärtsbewegung gekommen. Im Moment sind die Positionen hier nicht in einem Extrembereich. Ja, da können wir also gar nicht so viel von ablesen. Aber es ist oft genug so, dass nach diesen Wenden, die wir hier gesehen haben, wenn diese Wenden mit dem Hoch in den Hedges zusammenfallen, dann haben wir gute Chancen, dass die Hedging-Positionen hier weiter nach unten abgebaut werden. Und der Kurs sich dann entsprechend weiter nach oben entwickelt. Das heißt, ich schaue im Moment tatsächlich darauf, ob wir hier so eine mittelfristige Bodenbildung im Euro-Dollar drin haben und ob es hier vielleicht die nächsten Wochen nach oben geht. Ich weiß, dass das gegen den Trend ist. Ja, das ist gar nicht die Frage. Der langfristige Trend hier ist abwärts. Aber das, was mich hier im Moment am meisten dazu bewegt, den Euro auf der Long-Seite zu nehmen, das schauen wir uns einfach im nächsten Bild mal an. Ja, das ist das hier. Auch da hatten wir gestern mal reingeschaut. Die Saisonalitäten vom Euro. Das Ganze kommt hier von der Seite Equity Clock. Ja, und da sehen wir Saisonalitäten hier ganz klar. Das ist ungefähr eine 20-Jahres-Range, die wir uns hier anschauen. Also die durchschnittliche Kursentwicklung des Euro als Future wohlgemerkt, also gegen den US-Dollar gepreist, die durchschnittliche Bewegung des Euro über die letzten 20 Jahre. Und da haben wir eben genau eine Phase, die ganz, ganz stark hier auffällig ist. Und das ist diese Situation, in der wir jetzt drin sind, nämlich so ab Mitte November das Tief zu sehen und dann bis Ende Dezember hier saisonal extreme Stärke im Euro zu sehen. Ja, und diese ungewöhnlich starke saisonale Bewegung, die bringt mich dazu, zumindest jetzt für die nächsten 4, 5 Wochen den Euro Trading-Chancen eher auf der Long-Seite zu suchen. Ja, ihr müsst es immer ein bisschen abwägen. Bei mir ist mein gesamter Trading-Ansatz so, ich brauche erstmal eine Richtung. Ja, ich will erstmal eine grobe Richtung sehen. Für jedes Instrument, was irgendwo gerade für mich interessant ist, will ich eine grobe Richtung sehen, einen groben Vorteil, wo die Chancen momentan liegen könnten. Und dann setze ich in diese Trading-Richtung, die ich mir vorgenommen habe, meine einzelnen Setups um.
Ja, und das kann jetzt alles Mögliche sein. Das können markttechnische Setups sein, wo ich einfach einem Trend folge. Das können Muster sein, Chartmuster, ja, dann auch gerne mal Trendwendemuster. Da werden wir uns nachher noch eins anschauen. Da hatte ich ja bei Facebook schon ein Bild gepostet. Da schauen wir uns dann gleich auch an, um welches Währungspaar es sich dabei handelt. Aber das ist eben das, was ich brauche. Ich brauche erstmal eine grundsätzliche Richtung. Und die grundsätzliche Richtung im Euro für die nächsten 4, 5 Wochen ist für mich zumindest aufgrund der Saisonalitäten eher auf der Long-Seite zu finden. Ja, und das können wir uns auch mal angucken, prozentual, wie das Ganze hier aussieht. Und da sehen wir hier drüben, ja, wir haben im Euro über die letzten 20 Jahre eine Wahrscheinlichkeit auf steigende Kurse im Dezember von 63%. Das ist relativ viel. Ja, da haben wir also definitiv schon mal einen Vorteil in der Richtung steigende Kurse. Und im Durchschnitt haben wir eine Performance oder eine Kursbewegung im Euro gesehen über die letzten 20 Jahre, jeweils immer im Dezember, von 1,6%. Das ist auch ordentlich. 1,6% ist viel, ja, für eine Währung. Prozentual ist der Dezember der zweitbeste Monat nach dem Juni. Ja, im Juni haben wir hier sogar eine Trefferquote von 68% auf steigende Kurse. Aber die Gesamtperformance ist im Juni deutlich geringer. Das heißt, die Bewegungen im Juni sind kleiner. Ja, die sind zwar ein bisschen, wie sagt man, zuverlässiger noch, aber dafür geringer. Ja, das heißt, wir haben prinzipiell über die gesamten 12 Monate, die wir hier handeln können, den größten Vorteil, den wir finden können auf der Long-Seite saisonal im Dezember. Okay? Und deswegen werfe ich ab Mitte Ende November den Blick im Euro klar in die Long-Richtung. Dann haben wir es ja häufig so, wenn der Euro stark ist, dann ist meistens der Dollar schwach. Ja, auch das habe ich hier nochmal natürlich auf der anderen Seite überprüft. Und hier sehen wir auch relativ deutlich, ne, auch so ab zweites Drittel November, Dollar definitiv saisonal schwach. Auch das hier über die letzten 20 Jahre gerechnet ungefähr. Und das unterstreicht im Prinzip nochmal diese Saisonalität des Euro Long und entsprechend dann eben den Dollar relativ schwach. Ja, und deswegen bin ich im Euro-Dollar hier eher auf der Suche nach Short-Setups, nach Long-Setups, also im Dollar nach Short-Setups. So, dann schauen wir uns den einfach mal gerade an, wie das Ganze hier aussieht. So sieht der Kursverlauf momentan aus im Euro-Dollar. Und da haben wir hier einen ganz wichtigen Kursbereich. Und zwar diesen hier. So, ich vergrößere den mal hier ein bisschen. Na, komm mal her. Also. Und das wollen wir einmal in Rot haben und ein bisschen kräftiger. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Level. Und zwar haben wir das, na, hier immer wieder angetestet. Ja, und auch jetzt hier schon 4 Tage lang haben wir mit diesem Bereich gekämpft, sind da noch nicht durchgekommen. Und charttechnisch wird das Ganze erst dann wirklich interessant, wenn wir eben auf der Long-Seite auch diese Bewegung hier wieder nach oben fortsetzen. Ja, wenn wir also dieses letzte Hoch überschreiten, wenn wir diese wichtige Widerstandslinie überschreiten, dafür muss es jetzt nicht unbedingt so sein, dass wir tatsächlich hier oben drüber schließen, ja, sondern mir würde das schon reichen, wenn wir hier deutlich oberhalb dieses Widerstandslevels irgendwo schließen, vielleicht in diesem Bereich oder so. Und dann würde ich schon versuchen, den nächsten Breakout dann auf der Long-Seite zu nehmen. Na, das heißt also, Euro momentan an einem wichtigen Level. Ich würde direkt jetzt an diesem Level vielleicht erstmal ein bisschen die Füße stillhalten. Wir können auch noch mal auf den Stundenchart gehen, können uns das Ganze da anschauen. Ja, da sehen wir hier auch noch mal auf dem Stundenchart, wie stark umkämpft dieses Level ist. Und in der Stunde ist es ganz interessant. Da haben wir jetzt hier einen recht schönen Doppelboden. Ja, der sieht gar nicht so schlecht aus, weil da doch deutlich Käufe reingekommen sind. Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich heute innerhalb des Tages hier der Trend entwickelt.
Da haben wir natürlich immer zwei Möglichkeiten und ich kann das vorher genauso wenig abschätzen wie alle anderen. Wenn wir hier nach unten weggehen und unter das Tief gehen, dann ist charttechnisch hier im Stundenchart der Vorteil, erstmal wieder auf der Short-Seite zu finden. Dann haben wir auch gute Chancen, nochmal unter dieses Tief zu gehen. Das wäre aber, wie gesagt, nicht meine präferierte Trading-Richtung. Wir sind ja jetzt hier gerade in so einer kleinen Korrektur drin. Wenn wir hier oben drüber laufen und sehen so eine Bewegung, dann finde ich das deutlich interessanter, hier vielleicht auf der Long-Seite mich dann schon mal zu positionieren. Ja, und es geht am Ende eben nicht darum, immer alles richtig zu machen oder lauter Gewinner-Trades auf der Uhr zu haben. Das schafft niemand. Sondern es geht darum, eben die Trades überwiegend in die Richtung aufzusetzen, in der man den Vorteil sieht. Ja, und ich sehe eben den Vorteil aus genannten Gründen momentan eher hier in Long-Richtung. Hier haben wir auch noch mal ein schönes Tief. Ja, und ich kann euch eins mal empfehlen, wenn ihr sowas seht, dann schaut immer mal nach links, wo das Ganze herkommt. Ja, oft ist es so, dass diese Level hier tatsächlich irgendeine eine Bewandtnis haben, irgendeine Relevanz haben. Gerade wenn wir hier häufiger scheitern und hier immer wieder deutlich Käufe reinkommen. Na, und wir haben hier zwei Dinge. Wir haben einmal hier ja, so einen kleinen Supportbereich hier und wir haben natürlich hier diese ganzen alten Hochs, ja, die definitiv interessant sind. Na, ich hatte es ja auch schon ein paar Mal gesagt, immer das, wo viel Bewegung reinkommt, sind interessante Level. Ja. Das heißt, auf der Unterseite haben wir das nächste interessante Level hier. Ja, hier ist richtig deutlich Bewegung reingekommen. Hier ist deutlich Bewegung reingekommen. Das war dieser Bereich hier. Ja. Da sind wir unten reingedippt. Einmal, zweimal, hier ist richtig Bewegung reingekommen. Und deswegen war dieses Level ein gutes Kauflevel. Das nächste haben wir dann hier unten. Wenn wir also unter diese Tiefs gehen, dann haben wir hier unten bei, was haben wir hier, 1, 10, 20 ungefähr, haben wir hier diese Kaufbereiche, wo es zu deutlich Druck gekommen ist und wo ich davon ausgehe, wenn wir in diese Level nochmal reindippen, dass es hier wieder zu deutlichem Druck kommt. Na, auf der Oberseite sind wir hier oben. Ja. Warum? Naja, hier ist richtig Bewegung reingekommen in den Markt. Na, wenn wir jetzt auf dem Stundenchart uns bis hier oben hin bewegen, so bis knapp 1,11, na, dann ist zu erwarten, dass wir hier zumindest eine Reaktion sehen, bevor es weitergeht. Na, also gewöhnt euch ein bisschen dran, euch die Bereiche anzuschauen, an denen starke Bewegungen entstanden sind. Die sind oft exorbitant wichtig. Ja, und die kann man zum einen sehr gut nutzen für Einstiege. Und zum anderen kann man die eben benutzen für die Zielsetzung. Ja, wenn wir also hier eine Long-Position irgendwo aufbauen, dass man erste Gewinne in diesem Bereich dann schon mitnimmt. Also so eignet sich das sehr, sehr gut, diese Art, die Charts zu lesen und das Ganze hier ein bisschen anzuschauen. Ja. Sieht jetzt erstmal für den Morgen relativ schwach aus, was hier passiert. Wir sind wieder an diesen Widerstandsbereich gelaufen, sind hier vorerst gescheitert. Müssen wir abwarten, was hier läuft. Ja. Okay, das mal zum Euro. Dann habe ich für heute hier auf der Uhr den Bund. Den fand ich gestern schon interessant, hatte gestern schon überlegt, den reinzunehmen. Aber die Bewegung hat jetzt heute hier wieder oder hat gestern eben dann doch wieder richtig angefangen und ist wieder in die Trendrichtung gelaufen. Deswegen nehmen wir den heute hier mit rein. So, wir können uns einmal ganz kurz anschauen, wie das Ganze hier in der Sequenz aussieht. Ja, da sehen wir jetzt hier ganz schön diese Sequenz der Abwärtsbewegung. Sehen hier schön die Swings, die Hochs und Tiefs, die hier gelaufen sind. Und da ist eins ganz klar: Wir sind aus diesem längerfristigen Aufwärtstrend, den wir hier haben. Ja, wir haben hier einen ganz deutlichen, ganz klaren Aufwärtstrend. Sind wir hier auf dem Tageschart in einen ganz klar intakten Abwärtstrend gelaufen? Ja. Und wenn wir uns jetzt noch mal kurz das Konzept anschauen, wo hier Bewegung reingekommen ist. Hier ist brutal Bewegung reingekommen. Und was ist hier passiert? Ja, wir sind einmal in diesen Kaufbereich hier gegangen, sind hier einmal kurz rein und haben dann sofort die technische Reaktion gesehen. Ja, deswegen, wenn ihr euch innerhalb dieses Trends hier auf der Short-Seite positioniert, ist das hier unten der Bereich, Gewinne mitzunehmen, zumindest Teilgewinne.
Ja, und den Rest dann vielleicht mit einem weiteren Stop irgendwie zu trailen. Aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem mit einer Reaktion zu rechnen ist. Ja, der nächste Bereich, in dem mit einer Reaktion zu rechnen ist, liegt hier. Na, auch hier ist eine starke Bewegung gestartet. Das ist also so hier 166, 60, 166, 70. Ja, das ist so der nächste sehr dynamische Bereich. Aber für unsere Trendbetrachtung sieht das Ganze folgendermaßen aus. Zeichne mal die Sequenz hier kurz nochmal in Blau nach, dann seht ihr das ein bisschen schöner. Also was wichtig ist, wir haben hier die letzte Aufwärtssequenz. Ja? Dann kommen wir hier dynamisch runter. Und das, was wir jetzt hier sehen, diese Korrektur, ist ein ganz typisches Korrekturlevel, nämlich ein Rücksetzer an dieses alte Tief. Ja, und das sehen wir ganz, ganz häufig in den Märkten, dass das Ganze so läuft. Wenn wir uns die fortgesetzte Sequenz hier anschauen und mal diese kleine ABC-Zwischenbewegung hier vernachlässigen, dann kommen wir hier an dieses Tief, sehen von hier eine technische Reaktion, kommen runter in diesen Kaufbereich hier unten. Und die technische Reaktion, die wir jetzt gesehen haben aus dem Kaufbereich, die geht hier bis ans letzte Tief. Ja, und das ist für mich hier ein ziemlich deutliches Zeichen, dass wir recht punktgenau vorgestern hier an diesem letzten Tief hängen geblieben sind, an dem letzten Widerstandsbereich und jetzt hier schon wieder in die Trendrichtung laufen. Das heißt für uns, ich vergrößere das nochmal ein bisschen, das heißt für uns hier, ja, dieser Test vom Tief hier ist wirklich nichts weiter als eine technische Reaktion. Jetzt ist hier gestern nochmal deutlich Druck gekommen, natürlich in Verbindung mit einem steigenden Aktienmarkt. Ja, da müssen wir also auch immer ein Auge drauf werfen. So. Und dann ist es halt typisch, wenn die Aktienmärkte ein bisschen steigen, dass wir dann zumindest als kurzfristige Reaktion im Bund und auch im Gold und so überall ein bisschen den Abwärtsdruck drauf haben. Ja, und jetzt müssen wir innerhalb des Tages hier schauen, wie die Bewegung weiterläuft. Dafür gehen wir mal kurz auf den Stundenchart. Ich nehme mal den Zigzag hier wieder raus, wenn ich es hinkriege. Na. Nee, kriege ich nicht, macht aber auch nichts. Dann gehen wir hier in den Stundenchart, schauen uns das Ganze hier im Stundenchart an. So, na, und da sehen wir sind also hier auch deutlich unter dieses letzte Tief hier gegangen, haben hier eine neue Bewegung, die gestartet ist. Und müssen jetzt halt schauen, wie das Ganze hier aussieht im Sinne von steigende und fallende Hochs. Wir haben hier also ganz klar fallende Hochs im Markt. Wir haben hier auch fallende Tiefs im Markt. Also ist hier definitiv auf Stundensicht dieser Abwärtstrend intakt. Und unsere Aufgabe ist jetzt zuerst mal zu schauen, wo könnten die nächsten Zielbereiche liegen. Und die nächsten Zielbereiche könnten zum Beispiel hier in diesem Niveau liegen, weil wir haben hier zwei wichtige Bereiche. Ja, wir haben hier einmal die untere Begrenzung dieser kleinen Range, bevor hier der nächste Move angefangen hat. Und wir haben hier diese alten Hochs. Und das, was ich gerade gezeigt habe in Abwärtsrichtung, dass wir in einem Abwärtstrend immer die alten Tiefs nochmal testen, das passiert auch in einem Aufwärtstrend gerne umgekehrt, dass wir nämlich in einem Aufwärtstrend die alten Hochs testen. Das heißt, selbst wenn sich der Kurs jetzt hier wieder, ja, nach diesem kleinen Break vom Zwischentief wieder in einen Aufwärtstrend bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir zumindest vorher diesen Bereich hier anlaufen. Na, und am Ende ist unser Trading immer nur so ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, immer zu schauen, wo kann das Ganze hingehen, auf der anderen Seite zu schauen, wo müsste ich dann meinen Stop hinpacken und inwieweit kann ich davon jetzt noch profitieren, macht das Sinn, vom Chance-Risiko-Verhältnis, ja oder nein? Kann ich mehr verdienen, als ich riskiere oder mindestens genauso viel? Und dann kann man so ein bisschen abschätzen, ob man hier gute Wetten vor sich hat oder schlechte Wetten. Ja. Aber das, was hier eben jetzt aktuell ist, ist, wir haben einen intakten Abwärtstrend. Wir sind an das wichtige Korrekturlevel herangelaufen und sind jetzt hier auf dem Tageschart und wir haben es gerade gesehen, auch auf dem Stundenchart eben wieder unter dieses wichtige Tief hier gegangen. Ja, unter dieses hier. Und es sieht so aus,
als wenn sich die Bewegung jetzt hier nach unten weiter fortsetzen würde. Die beiden Ziele, ich zeige sie noch mal kurz auf dem Tageschart, das sind einmal diese Hochs, das ist das, was wir gerade auf dem Stundenchart identifiziert haben. Und das nächste ist eben dieser Bereich hier unten, der halt auch wieder ein ganz, ganz starkes Kauflevel darstellt. Ja, das wären also zwei mögliche Zielbereiche für eine trendfolgende Bewegung hier im Bund. Und die ganze Idee ist tatsächlich auch erst mittelfristig vorbei, wenn wir hier wieder drüber laufen. Denn wenn wir da drüber laufen, dann gehen wir hier im Tageschart wieder in einen intakten Aufwärtstrend über und dann sind wir wieder in der großen Trendrichtung unterwegs und dann möchte ich hier auch auf gar keinen Fall mehr Short-Positionen aufbauen. Na, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass kurzfristig noch gute Chancen bestehen, hier vielleicht die Tiefs nochmal zu testen. So, ich schaue mal hier gerade ganz kurz in den Chat. Hier tut sich eine ganze Menge. Ja, Ali, hi, guten Morgen, Lutz. War ordentlich was los hier. Ich schaue mal, ob noch irgendwelche Fragen drin sind. Lücker, hervorragend. Ja, das so mag ich das doch. Super, da haben wir sie, die MT4-Experten. So wollen wir das sehen. Alles klar. Gut. Das war jetzt nochmal kurz die Betrachtung vom Bund. Das letzte, was ich hier für heute noch auf der Uhr habe, das ist unsere schöne SKS eben aus dem Bild beim Facebook. Das ist also hier eine ganz klassische inverse Schulterkopf-Schulterformation auf dem Tageschart. Finde ich ganz, ganz hervorragend. Mag ich sehr gerne. Warum? Weil sich erfahrungsgemäß Chartenmuster, die auf dem Tageschart entstehen, weil die so mit die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Ja, also ich trade sehr, sehr gerne Chartenmuster. Ich habe auch bei Tickmill jetzt auf der World of Trading einen Vortrag gehalten über die Goldpreisentwicklung der letzten 20 Jahre. Da haben wir uns das Ganze sogar auf dem Wochenchart angeschaut und haben einfach mal durchgeguckt, alle Muster, die da in den letzten Jahren entstanden sind, die man gut traden konnte. Und da hat man, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür gekriegt, wie das Ganze aussieht. Und das funktioniert eben auch auf dem Tageschart sehr, sehr gut. Und deswegen orientiere ich mich für die groben Bilder gerne am Tageschart und schaue, was sich da für Muster entwickeln, Trendfortsetzungsmuster, Trendwendemuster, was es da alles gibt. Das ist relativ einfach. Das ist also ein Trading-Ansatz, der null komplex und null kompliziert ist. Und das ist so ein bisschen mein Hilfsmittel für den Aktienbereich und auch hier für den Währungsbereich, wo wir eben so ein bisschen mehr Exoten drin haben. Ja, das Währungspaar, was wir uns hier anschauen, ist nämlich der US-Dollar zum Singapur-Dollar. Und da finde ich halt keine Commitments of Traders, also zumindest keine brauchbaren, weil einfach die Volumina, die da gehandelt werden, zu klein sind im Future- und Optionsbereich. Also da habe ich keine Commitments of Traders-Daten, genau eben wie bei Aktienpositionen oder auch bei Indizes, wo ich das nicht verwende, den Commitments of Traders-Ansatz. Da kann man also ein bisschen auf Saisonalitäten schauen. Wenn man da aber nicht eindeutig gerade irgendeinen Vorteil hat, dann suche ich mir meine Vorteile tatsächlich über diese Chartmuster. Ja. Ich kann vielleicht einfach mal kurz zwei Dinge hier zeigen, die hier auch schon ganz interessant waren. Wir sind hier in einen massiven Abwärtstrend übergegangen, in eine massive Abwärtsbewegung. Dann haben wir hier so einen Korrekturtrend gesehen. Als der gebrochen worden ist, kam hier die nächste dynamische Abwärtsbewegung. Also auch das hier war eine ganz interessante Geschichte. Dann haben wir hier so eine klassische Bear Flag, die sich einfach nur über 2 Tage entwickelt hat. Dann kam hier auch schon wieder der dynamische Break. Auch das konnte man an der Stelle hier handeln. Dann haben wir hier nochmal so ein Dreieck gesehen. Auch hier ist dann der Ausbruch in Trendrichtung super erfolgreich gelaufen. Na, wir haben hier ein Dreieck gesehen in der Bodenbildung. Ja, das sind also so alles die Dinge, auf die ich hier schaue. Ja, hier eine Bear Flag nach dieser dynamischen Abwärtsbewegung. Hier haben wir eine Bull Flag nach der dynamischen Aufwärtsbewegung. Na, also ihr seht schon, das sind wirklich Dinge, die recht gut funktionieren. Ja, hier haben wir ein Doppelhoch im Markt.
Das ist dann mit dem Ausbruch hier zur Unterseite interessant geworden und nachhaltig geworden. Also das sind so vielleicht mal ganz grob die Dinge, die ich mir hier auf dem Chart anschaue, um zu gucken, in welche Richtung könnte denn jetzt für meine auch gerne kurzfristigeren Trades hier der Vorteil liegen. Und da haben wir eben momentan hier diese ganz schöne inverse SKS. Was jetzt ein bisschen suboptimal ist, ist, dass diese Nackenlinie hier relativ schräg verläuft. Das finde ich immer nicht ganz so toll. Ich handle nicht so gerne Ausbrüche aus schrägen Linien. Und ich behelfe mir in solchen Situationen immer mit einem relativ einfachen Hilfsmittel. Ich schaue mir immer das letzte Hoch dann hier im Markt an. Und dieses letzte Hoch ist dann für mich der tatsächlich letzte Signalgeber. Ja, weil in dieser Situation, ich zeichne gerade mal die Sequenz ein, die wir hier gesehen haben, vom absoluten Tief haben wir hier nochmal eine sehr weite Korrektur gesehen, sind dann hier an das Hoch gelaufen. Und wenn wir jetzt hier durchgehen, dann sind wir nämlich hier im Tageschart eben auch wieder ganz klar in einem intakten Aufwärtstrend. Ja, dann haben wir zum einen den Abwärtstrend gebrochen, das hatten wir schon mal hier an dieser Stelle. Na, da ist dieser intakte Abwärtstrend hier schon ja so halb unterbrochen worden, sage ich mal, weil wenn wir uns die genaue Sequenz hier einzeichnen von der letzten Abwärtsbewegung, das mache ich hier einfach mal, ja, dann sieht das immer noch so ein bisschen so aus, dass das hier der letzte Bereich ist. Das heißt, tatsächlich zu 100% zu Ende ist das Ding erst hier oben drüber. Das wäre mir aber als Einstiegslevel hier für die Formation schon zu weit weg. Ja, da ist das Ganze schon zu weit gelaufen. Dann hat man schon ein bisschen was abgegeben. Aber wer defensiv handelt, kann auch dieses obere Level hier nehmen. So bei 1,3650 ungefähr liegen wir da. Für mich ist dieses untere Level hier interessanter, weil wir hier dann eben, wie gesagt, schon diesen neuen Aufwärtstrend hier ganz klar gestartet haben. Ja, und gestern haben wir uns auch schon eine Formation angeschaut, die ich gerne im Aktienbereich trade. Na, das ist nämlich hier diese Tasse Henkel, die finden wir dann hier auch wieder irgendwo. Also ihr seht das schon, gerade diese SKS, die sind sehr, sehr schön, weil sie von vielen Tradern erkannt werden, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt als SKS erkannt werden. Man kann die als Tasse Henkel sehen, man kann die hier auch einfach als Dreieck erkennen am Ende. Ja, und behandelt dann hier eben diesen Dreiecksausbruch. Das ist am Ende relativ egal. Hauptsache, es kommt irgendwo Nachfrage rein, dass wir dann die nächste Aufwärtsbewegung sehen. Schauen wir uns noch mal kurz an. Ich ziehe es mal ein bisschen rüber, so wo hier die nächsten Zielbereiche liegen könnten. Auch das habe ich ja gestern schon mal kurz gezeigt, wie ich bei diesen Chartformationen hier meine Zielbereiche bestimme. Ich nehme einfach mal die Höhe der Formation und lege diese Höhe der Formation an den Ausbruch ran, dann komme ich zum Maximalziel. Das wäre in dem Fall jetzt hier ungefähr dieser Bereich. Na, das ist so die 1,3720, würde ich mal sagen. Und das, was hier vorher noch interessant ist, ist das Level hier, ja, nämlich der Bereich hier, diese alten Tiefs. Na, das ist also die gesamte Zone hier 1,3680 bis so 1,3720. Ist hier für mich so ein bisschen Zielbereich im US-Dollar, Singapur-Dollar. Und dazu auch noch ganz kurz ein Tipp für die Praxis. Da müsst ihr auch immer ein bisschen schauen, wie sind bei dem Währungspaar, was ihr da handeln wollt, aktuell die Spreads. Und da ist es ganz, ganz typisch so, die Majors, ja, ein US-Dollar gegen, also ein Euro-Dollar oder ein US-Dollar gegen japanischen Yen oder ein australischer Dollar gegen den US-Dollar, die haben alle sehr, sehr, sehr enge Spreads. Die könnt ihr in ganz engen, kleinen Zeitebenen traden. Die Miners oder zum Teil sogar die Exotics, wenn ihr die tradet, je weniger Volumen in den Märkten drin ist, umso größer werden die Spreads. Da muss ich die Brokerseite auch entsprechend absichern für ihre Hedges, die vielleicht nicht ideal aufzulösen sind und so weiter. Also da gehen die Spreads ein bisschen auseinander und Tipp für die Praxis von mir, je größer die Spreads auseinander sind, umso größer sollte eure gewählte Zeitebene sein, in der ihr tradet. Ja, also ein US-Dollar, Singapur-Dollar tradet man bitte nicht auf einen 2-Minuten-Chart. Da müsst ihr schon sehr, sehr gut performen, um da allein die Kosten wieder reinzuholen. Aber in größeren Zeitebenen, Stundenchart, Tageschart, ist das super gut machbar und ja, von daher
sieht das Ganze hier so aus. Das werden wir dann uns in der nächsten Woche auch noch mal anschauen, sicherlich am Montag, Dienstag, wie da die Entwicklung ist. Ja, und ansonsten war es das eigentlich erstmal. Es hat sich nicht viel verändert hier von den Grundsituationen von gestern. Gestern hatten wir den australischen Dollar auf der schwachen Seite gesehen, also weiter short, hatten den neuseeländischen Dollar hier in einem möglichen Trendwechsel hier zur Oberseite. Da kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz gleich die Commitments of Traders dazu reinholen. Die müsste ich hier noch irgendwo drauf haben. Genau, ja, New Zealand Dollar. Da wird das noch mal unterstützt. Na, das sehen wir hier. Waren wir das letzte Mal in extremen Long Hedges hier bei den Dealer Intermediary und sind jetzt hier aktuell wieder in einer gleichen Größenordnung der Long Hedges. Schauen wir uns an, was beim letzten Mal hier gelaufen ist. Ja, mehrere Wochen Aufwärtsbewegung. Und das ist auch einfach das, was ich erwarte, wenn wir diese Level hier nachhaltig überschreiten, dass wir dann auch hier in die nächste Aufwärtsbewegung gehen. Zielbereich dann hier so ungefähr bei 0,66. Deswegen hatte ich gestern den New Zealand eher auf der Long-Seite, den Canadian eher auf der Short-Seite, den Australian haben wir eher auf der Short-Seite. Und dann hatten wir ja gestern auch schon gesagt, kann man sich auch damit behelfen, indem man dann diese Cross-Currencies hier nimmt, einen Australian-Dollar, New Zealand-Dollar, dann hier auf der Short-Seite angreift. Ja, und das ist dann eben häufig so, dass wir hier dann diese dynamischen Bewegungen haben. Und hier ist also auch noch Platz nach unten. Hier sind wir gerade auf so einem kleinen Support-Level. Deswegen kämpfen wir hier jetzt auch schon 3 Tage. Wenn das nach unten weggeht, dann haben wir hier auch noch mal ordentlich Luft in dem Währungspaar. Okay, das so meine Marktgedanken für heute. Wir haben es jetzt kurz nach 9 schon. Von daher verabschiede ich mich für heute. Würde mich sehr freuen, wenn ihr am Montag wieder mit dabei seid. Da machen wir quasi das Gleiche wieder, schauen uns an, was es dann am Montag für sinnvolle Trading-Gelegenheiten gibt, werfen auch einen Blick auf die News der Wochen, die dann, News der Woche, die dann kommen. Und ja, schauen, wie wir dann uns hier ein paar Profits noch vielleicht aus dem Markt ziehen können. Gut, das wäre es soweit von meiner Seite. Dann wünsche ich euch heute ganz, ganz erfolgreiche Trades und einen schönen letzten Handelstag und dann natürlich für euch ein super Wochenende und dann bis Montag. Bye, bye.